So sieht das jetzt in der nächsten Stufe aus. Ne, kleiner Fun Fact, da waren einige Stellen hier innen nur eine Stelle Qualitätsmangel, eine Haut zwischen den Gittern. Vor 15 Jahren HPKM, China-Filter-Nachbau. So könnte man aufschneiden mit Küchenmesser, wenn man als akkurate Hausfrau würde man das machen. Da ist jetzt das Zeug aus dem Panzerfilter oder aus dem Schutzraumfilter von 1974. Nehmen wir eine kleine Portion raus. Was ich meinte mit dem Ding, sich hin und her schieben kann. Ja, weil ich zu blöd war zu messen. Nee, die ja nicht, weil nur zu billig war. Ich kaufe mir ja nicht, kann mir so ein Ding für 200 Euro kaufen. Schon hier, dass ich 21 Jahre hier wohne und jetzt nicht deckenvorre Fenster hatte. Ich hatte ja sonst die Jahre lang die Kettenzüge. So. Also, was ist jetzt? Nein, das wird nichts, Junge. Das wird nichts. Abbruch, Abbruch, Abbruch. Meine Güte. Abbruch. Ich habe in meinem Kopf eine Vielzahl von Behältern, die ich besitze. Also Renault-Steckerteile, das ist die. Manchmal putze ich sogar die Behälter. Mal gucken, was haben wir denn hier noch Schönes? Ich habe noch eine Salatschüssel. Ich habe noch eine große Salatschüssel. Ein Alaska-Grill. Eine alte Krupps-Taschenlampe. Kaffeemaschine, Ultraschall 1, Ultraschall 2, eine deutsche Gusto von 20 Euro, auf ein alter Roventa Toaster, ein Behälter mit Getriebeöl von meinem Auto, nicht vergessen, das Getriebeöl einzubauen, und haben wir schon wieder Tierchen gesammelt hier hinten, sind kleine Tierchen hier, der dicke, die haben sich versteckt. Bitte, was ist hier los? Was ist hier los? Oh Gott, oh Gott. Hat da einer wieder zu hektisch die Wäsche gewaschen? Ja, gut. Einwandfrei. Einwandfrei. Sowieso schon seit 3 Tagen dieselben Socken angezogen. Also wir machen das da rein. Dann einmal da rein. Soweit so gut. Soweit so gut. Soweit so gut für dieses Video. Es wird bei den Ludolf, ne? So wie bei den Ludolf.
Das wird jetzt einmal nochmal ausgewischt, ausgetrocknet mit meinen versifften Küchenlappen. Mal gucken, wie der staubt. Also es ist von 1974 aus dem Schutzraumfilter. Das Stauben hält sich doch in Grenzen. Mal bei dem Video hat das mehr gestaubt. So. Hat der Mann in seinem Haushalt keine saubere, trockene Tasse. Das sieht gut aus hier. Jetzt können wir uns schon mal Gedanken darüber machen, wie verschließen wir das? Wie verschließen wir diesen Filter? Jetzt irgendein Licht ist an, ne, meine LED von Aldi. Hey, das Licht ist wieder angegangen. Ja, das kommt, weil das Ding in einem Cover drin ist. Das Pixel 4a wahrscheinlich. Und es wird dann zu heiß. Aber ich mache sowieso erstmal nur einen Filter. Die andere Seite nicht, weil natürlich die Dunstabzugshaube hat mächtig Power. Und natürlich würde das, die sind zu fein dafür, weißt du, es würde zu sehr bremsen, dann hätte ich schon, so, wer hat Ideen, wie mache ich das zu, ja, okay, Gardine, Schelle, das werde ich jetzt aber nicht in meinen, mal hier nochmal ein bisschen stopfen, wie stopft man denn am besten noch sowas mit dem Rückschlag, ne, kleinen Rückschlag. Verdichten. Ah, das hat sich von selbst gedichtet. Naja, das ist. Ja, gut. Ja, das könnte hinhauen, ne? Aber wie gesagt, für nur eine Seite. Video.